Ja, Tante Ilse. Ja, mache ich. Ich fahre nach Fritz und hole noch den Grubber und dann grubber ich noch. Ja, wenn du das meinst, ist das richtig. Ja, sieh zu. Was? Ob ich den MB-Truck getankt habe? Ja, klar. Hab ich dir doch gerade erzählt. Der steht in der Werkstatt vollgetankt. Ja, nicht, dass ich zu wenig Sprit habe und stehe. Ja, alles klar, Tante Ilse. Sieh zu, bis dann. Mann, Mann. Ach, moin und herzlich willkommen zu der neuen Runde LS17. Ja, ihr seht ja, was hier wieder los ist, ne? Junge, 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 du. Ja, Karl-Heinz ist wohl noch am Flügen da hinten. Wollen wir mal eben gucken. Der müsste voll sein. Und Licht noch an. Lass an den Scheiß. Und erstmal eben nach Fritte. Hat, glaube ich, einen neuen Köckerling oder was ist er, oder einen gebrauchten gekauft oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was Karl-Heinz macht. Wo ist er denn? Wo ist er denn, unser Karl-Heinz? Hä? Nichts zu sehen da hinten? Die Spur geht nach da. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Alter Schwede, was ist jetzt denn los? Karl-Heinz? Karl-Heinz? Weg. Hier ist doch nicht mehr ganz richtig, der Magotto. Mann, ey, und ich hab gedacht, der kann das oder so ein Button. Hat das langsam mal hingekriegt oder was? Nichts. Scheiße, was mache ich jetzt denn? Wie krieg ich den denn wieder raus? Mal sehen, ob das klappt. Der nur anspringt. Scheiße. Oh, muss ich auch noch im Wasser rein. Mistdreck. Der blöde Idiot, Mensch. Wo steckt der? Meine Fresse, ey. Mistdreck. Flug ab. Nee, der knallt mir hinten runter. Der hat noch nichts abgekriegt, glaube ich, ne? Oder? So wie es aussieht. Vielleicht kriege ich den, wenn ich den ankriege, mit Differential und allen Scheiß wieder aus der Scheiße raus hier unten. Meine Herren, du. Ich glaube das nicht. Ja, Tante Ilse. Wie bitte? Warum ich noch nicht bei Fritz bin? Weil ich hier auf dem Acker stehe bei Karl-Heinz. Ja, wie gut. Ja, die ganze Karre in Dreck gefahren, liegt im Graben. Ja, dein Fan von Onkel Gustav, der liegt im Graben. Genau so ist es. Ich versuche gerade die Scheiße aus dem Dreck zu ziehen hier. Meine Fresse, ey. Mit diesem Idioten, du. Jag den bloß von Hof. Ich hab die Schnauze voll. Oh, er läuft. Glück gehabt. Ja, Tante Ilse, er läuft. Oh, Mann, ey. Was soll ich ganz langsam rückwärts fahren? Sieh zu, dass du hierher kommst. Guck dir den Scheißdreck an. Oh, Glück gehabt. Er ist raus. Wo Karl-Heinz ist, weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Ich muss mir den Mist erstmal an. Ach du Scheiße, die ganze Vorderachse ist verbogen. Der ist im Arsch. Dein Onkel Gustav, sein Fan, der ist hin. Den hat Karl-Heinz in Dreck gefahren. Was? Ich hätte aufpassen können? Bei Klein, also. Ich wollte gerade was sagen. Ich soll nicht so patzig sein? Tante Ilse, es langt. Es langt, ehrlich. Mach deinen Scheiß alleine. Ich grubber jetzt noch eine Ecke und dann ist gut. Dann sehe ich zu, dass ich auf meinen Hof nach Holland komme. Vielleicht kriegt die alte Karre noch irgendwie, weiß ich nicht, mit Ach und Krach in die Werkstatt. Ja, seht zu, Tante Ilse. Tschüss. Oh.
Leute. Das halte ich erstmal nicht länger aus. Ich muss hier weg. Nützt nichts, du. Stehen den Scheiß hier. Zusehen, ob wir den noch irgendwie wegkriegen hier. Dann soll sie selber zusehen, was er damit macht. Der ist hin. Schief und krumm vorne alles. Wir haben so Gewicht da reingekloppt, hat den Rahmen verbogen, du. Dann schiebe ich so, wie er ist, in die Werkstatt rein. Kann selber zusehen, wie sie ihn fertig kriegt. Ich nicht. Karl-Heinz hat Arschloch, kein Rund und weit und breit nichts zu sehen hier, du. Mann, oh Mann, oh Mann, du. Scheiß Gewicht erstmal an der Seite packen hier. Das war's dann, glaube ich, mit dem Fan. Sei denn, die können doch noch irgendwo eine Achse besorgen oder was? Keine Ahnung, ne? Na servus, echt. Wollen sie mit ihrem Dreck machen, was sie will hier, du. Ehrlich. Da hab ich mal ganz gewaltig die Nase von voll jetzt, so. Einen eigenen Höfe, die verrotten irgendwo, nur wegen diesem Scheißdreck hier. Das glaubst du wohl. So, Schluss, Ende. Oh, der hat voll eine Mütze gekriegt. Volles von, ey. Schief und krumm, der ganze Mist. Spurstangen im Arsch, Spurstangen, Endkörbel in der Arsch. Boah, Antriebswellen weiß ich nicht, da unten, muss man gucken. Erstmal aus den anderen Schrauben, den ganzen Mist. Maus. Dicht die Klappe. Tschüss. Ich fahre jetzt nach Fritze hin, hol das Ding, dann grobbe ich da unten noch ein bisschen rum und dann kann ich mich am Arsch legen, dann bin ich verschwunden. Soll sie zusehen mit ihren scheiß Karl-Heinz hier, dass der jetzt auf der Rolle kriegt oder was? Meckerei, das ist wohl nicht ganz richtig, wa? Es liegen den ganzen Dreck da. Nein, die hatte mich sowieso angerufen. Sind da voll am Drillen und allen Kram und dann weiß ich, neue Drille wollten wir besorgen da. Maislegemaschine, ne? Und. Da war noch jede Menge Kram da. Sollen die erstmal zusehen, dass sie klarkommen, dass Tante Ilse erstmal runterkommt oder was, ne? Ich wollte eh die Tage nach Tante Frieda oder wie sie heißt da. Soll sie es machen, soll die ganze Scheiße liegen bleiben. Kühe zu versorgen hat sie ja zum Glück nicht. Noch nicht, ne? Fange hier gleich an. Zieh ich den Mist einen durch und ist gut. Danach flügen. Wenn denn noch zu flügen, muss ich alles mit. Jetzt ein MB machen. Ich habe keinen anderen mehr. Soll also sich selber umkümmern. Ich sag niemandem was hier. Also. 4 Meter Köckerling. Bringt auch nicht viel mehr wie der andere. Und weil er nicht mehr PS, die Olle, ne? Laufen. Fritz eben Bescheid sagen. Ah, moin, Fritz. Du, ich nehme den Köckerling eben mit, ne? Hat er eine Ilse ja gekauft, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Brauchst nichts sagen. Hat sie schon angerufen?
Ein Fan, ne? Ja, da gesehen, was ich gesehen habe, da kannst du gleich immer Spurstangen neu machen. Am besten komplette Vorderachse ist krumm. Muss neu vermessen und einschied. Kosten will ich doch nicht. Sito, ich hau ab. Falls sie anruft, ich stelle mein Handy aus. Na Quatsch, mal anpicken das Ding noch. Wir schaffen mal sehen, aber das packt hier. Keine Ahnung. Okay. Mal sehen, einfach hier unten mal ein paar anfangen und dann. Scheiß Rumtelefoniererei, schaff's nix. Jetzt bin ich alleine. Den lieben Karl-Heinz wiederfinde, das will ich auch nicht, wo der ist. Das ist bestimmt ein Hühnerstall irgendwo oder was. Versteckt sich. Trottel. Ich muss mal zusehen, dass er Mehlwerk kriegt für ihren Drescher da. Dann kann Karl-Heinz das abknabbern, den Mist da hinten oder was. So. Knubbeln wir hier erstmal einen über weg jetzt. Denn hü, Junge. Jetzt zieh ihn doch schon mal was. Ran an Rand hier, alles mitnehmen. Doch für die Flängen ganz gut, ne? Hat Fritz einen guten ausgesucht, aber. Es war gebraucht, aber was soll's. Soll er großartig kaputt gehen. Und Schrauben muss man Fritz ja lassen, ne? Also das kann er. Ganz schön die Knie, denk du. Das hätte MB sich bestimmt auch nicht träumen, dass er das nochmal so knuffen musste. Muddel ihn. Das ist gut. Mal da rüber. Ja, Tante Ilse. Ja, ich bin am Grobber und ich war bei Fritz. Ich habe deinen neuen Grobber hinter. Ob das klappt? Ja, es klappt. Ja. Wo Karl-Heinz ist? Keine Ahnung. Kannst du ja mal anrufen. Du hast doch da ein Handy oder was? Sonst rufst du mich auch andauernd an. Kannst du ihn ja auch mal anrufen. Da sitzt bestimmt im Hühnerstall irgendwo oder bei den Schweinen und versteckt sich. Dein lieber Karl-Heinz. Der hat dich richtig Kohle gekostet. Ich habe mit Fritz eben geschnackt. Wenn er das Ding mal noch wieder hinkriegt, keine Ahnung. Dann ansonsten kannst du den Schrott schmeißen. Oder dir auf den Nachttisch stellen oder was als Erinnerung an Onkel Gustav. Der dreht sich schon wie ein Spiralbohrer im Grab. Mein Übereifer, diese Idioten, ehrlich. Naja, Steinbier, Tante Ilse. Ja, ja. Ja, du musst, was, morgen nach der Frieda?
War das morgen schon? Na, dann mal zu, dann sehen wir zu, dass wir einen kriegst. Ich bin verschwunden. Ja, ich komme irgendwann mal wieder, aber ich will es erstmal nach Holland hin jetzt. Das habe ich dir gesagt vorgestern. Die sitzen auf Kohlen, Antje und Jan. Wie, das kann ich machen. Natürlich kann ich das machen. Das ist mein Hof. Da ist überhaupt keine Aktien drin. Ja, du wolltest doch Karl-Heinz haben, dann nimm ihn doch. Seh doch zu, wo das Arschloch ist. Wenn dir alles in Klump fährt. Ich stell dir den Kram ordnungsgemäß nachher in den Stall hier und dann ist gut. Und dann bin ich erstmal weg. Verwandtschaft hin und her, dann musst du mal sehen, wie du mit deiner Verwandtschaft umgehst, ne? Ich bin der Meinung, wie man im Wald reinruft, so schallt's auch wieder raus. Du hast doch nicht gerade mal sauber reingerufen, ne? Tante Frieda. Tante Ilse, meine ich. Entschuldigung. Das ist mir egal. Ich habe das jetzt mit Antje abgemacht und mit Jan und der fahre ich hin. Die warten. Dass meine Kohle wieder flöten geht. Dann müssen wir neue Maschinen kaufen, all so ein Kram. Wie, wo ich so viel Geld her hab? Um Maschinen zu kaufen? Das geht dich erstmal gar nichts an und zweitens arbeite ich. Und zwar nicht mit so einer Knalltüten wie mit Karl-Heinz. Die mir alles da gleich in den Arsch fahren oder so, ne? Tja, das ist so. Kannst mal über nachdenken. Ich bin nachher verschwunden. Erstmal. Mal sehen, was kommt. Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand und Ruhe, ne? Ja, ist gut. Ja, wir sehen uns nachher. 18 Uhr wird Abendbrot gegessen. Kannst mich mal. Kannst du mir was hinstellen für nachher oder so? Es ist 12 nach 5. Ich soll gruppern und jetzt grupper ich. Wenn du das begriffen hast, hä? So. Tschüss, lass mich jetzt in Ruhe. So. Hoffentlich hat es kapiert. Mir ist das egal. Ich muss da erstmal, habt ihr gehört? Die Tage nach Antje und nach Jan, die warten. Du musst das in der Saat, da hatten wir irgendwas noch mit der Maislegemaschine und Kram und Grubbern und Tüdelüt waren da noch angesagt und alles. Da muss ich erstmal hin, das müssen wir erstmal ein bisschen auf die Rolle kriegen. Klar kommen wir wieder her hier, auf alle Fälle. Aber die soll selber zusehen, was passiert mit ihrem Karl-Heinz. Ne? Dann gucke ich mir das mal aus der Ferne an und dann werden wir sehen, was davon kommt. Lass mal sehen, was da los ist in Holland. Landscape und dann, das ist noch nicht weit weg. Ratzfatz hin. Die Brabant sind wir auch gewaltig in der Gänge, ne? Muss ich dann auch noch mal hin. Gleich auf dem Weg mit danach oder was, mal sehen. Da Mimi und Jack, die hatten da auch noch was. Aber mit den beiden klappt das auch schon ganz gut. Also so jetzt mit der Managerei im Hof und so was, ne? Kann man ruhig mal alleine lassen. Aber nicht ständig, da ist ja noch mehr los, ja noch größer. Das wollen wir mal sehen. Und zwischendurch, dann gucken wir mal wieder nach Tante Ilse hier. So Leute, oh wie ich sehe, noch schon wieder viel zu weit überhin. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit Tante Ilse. Und auch wenn wir zwischendurch mal nach Holland gucken, nach Antje und so weiter. Wir sind bei Tante Ilse, da bleiben wir. Ne? Aber da müssen wir auch, sehen wir auch mal ein bisschen was anderes. Ich muss mal ein bisschen mal eine andere Gegend wieder reingucken und mal sehen, was da so los ist. Ne? Hier wird das aber weitergehen. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder alle zahlreich dabei seid. Bis dahin, seht ho. Mo' gut, euer Watcher. Tschüss.